Es ist der 11. Januar 2006, als sich die 13-jährige Stefanie R. gegen 7 Uhr zu Fuß auf den Weg in ihre etwa einen Kilometer entfernte Schule macht. Von ihrem Vater hat sie sich an der Wohnungstür verabschiedet, ihre Mutter schließt noch das Gartentor auf und drückt ihre Tochter zum Abschied noch einmal an sich. Danach verschwindet Stefanie in die Dunkelheit. Gegen 10.30 Uhr erhalten die Eltern einen Anruf aus der Schule mit der Frage, warum Stefanie heute nicht in der Schule erschienen ist. Für die Eltern ist sofort klar, es muss etwas Schlimmes geschehen sein. Stefanies Eltern alarmieren sofort die Polizei, die unmittelbar eine große Suchaktion startet. Doch es gibt keine Spur von Stefanie. Die Beamten befragen die Eltern nach Anzeichen für ein von Stefanie selbst gewolltes Verschwinden, doch es gibt keine. Stefanie ist eine gute Schülerin, das Verhältnis zu ihren Eltern ist herzlich, ihr Umfeld ist für eine 13-Jährige als normal und unauffällig zu bezeichnen. Dennoch wird Stefanies Zimmer durchsucht. Man vermutet die Ursache für Stefanies Verschwinden innerhalb der Familie. Statistisch gesehen finden die meisten Taten an Minderjährigen innerhalb des eigenen Familienumfeldes statt. Jedoch kommen die Ermittlungen hier nicht weiter. Es gibt auch keinen Erpresserbrief, keine Lösegeldforderung, nichts. Der Verlauf dieses 11. Januar 2006 für Stefanie wird später genau rekonstruiert. Nachdem Stefanie ihr Elternhaus verlassen hat, fällt ihr nach etwa 250 Metern ein roter Kastenwagen auf, ein Renault Rapid. Daneben steht ein schwarz gekleideter Mann, der ihr zwar ein wenig unheimlich vorkommt, aber es scheint sich wohl um einen Handwerker zu handeln, der offenbar auf einen Kollegen zur Weiterfahrt wartet. Als sie Mann und Auto gerade passiert hat, wird sie von hinten gepackt und hochgehoben und eine Hand drückt sich auf ihren Mund. Blitzschnell wird sie durch die Hecktür in das Auto gehoben, wo der Mann ihr Handschellen anlegt und Stefanie zwingt, in eine dort befindliche Holzkiste zu steigen. Dann fährt er mit ihr los. Die Fahrt dauert nicht allzu lange. In der Laubestraße endet die Fahrt, wo der Mann die Kiste mitsamt Stefanie die Treppe zu seiner Wohnung hinaufwuchtet. Obwohl dies nicht gerade geräuschlos vonstatten geht, regt sich im Haus niemand. Dann ist Stefanie in ihrem Gefängnis angekommen. Es gibt kaum Möbel in dieser Wohnung. Stefanie sieht drei Videorekorder, einen Fernseher, eine Kochplatte, eine Matratze auf dem Boden und ein Doppelbett. Daneben, in der Wand eingelassen, zwei Stahlringe, an die der Mann eine Hand und einen Fuß von Stefanie ankettet. Ihr Entführer ist der einschlägig vorbestrafte Mario M. Über das, was Mario M. in den folgenden Wochen mit Stefanie anstellt, wird später in den Medien erschreckend detailreich berichtet. Ich bitte an dieser Stelle um Verständnis dafür, dass ich hier nur wenige Einzelheiten über das Geschehen in der Wohnung des Mario M. erwähnen werde. Mario M. dokumentiert all seine Taten, die er an Stefanie begeht, mit einer Videokamera. Er will Szenen aus Pornofilmen mit Stefanie nachspielen und zwingt sie dabei zu lächeln, da er die Szene ansonsten nochmals wiederholen will. Mario M. beabsichtigt, dauerhaft mit Stefanie zu leben. Er will eine Partnerin, die ihm nicht weglaufen kann und die alles tut, was er sagt. Er hat Stefanie vor ihrer Entführung eine Weile beobachtet. Sie gefällt ihm und er hält sie für jünger, denkt, dass sie erst 11 ist. Ob sie einen Freund habe, ist denn auch eine seiner ersten Fragen, die er ihr stellt. Als sie dies verneint, ist er zufrieden. Sie wird ganz ihm gehören, ihn nie mit einem anderen Mann vergleichen können und er wird sie ganz nach seinen Vorstellungen formen können. Nach seinen Missbrauchstaten versucht er dem Zusammenleben mit Stefanie eine Art Normalität zu geben. Sie essen gemeinsam, danach schaut er oft Kinderserien mit ihr. Nach ein paar Tagen gestattet er Stefanie, für die Schule zu arbeiten. Wenn er die Wohnung verlassen muss, knebelt er Stefanie und sie muss zurück in die nur 94 x 50 x 49 cm große Kiste. In dieser unvorstellbaren Enge, in Dunkelheit und mit kaum Luft zum Atmen muss Stefanie dann ausharren, bis ihr Entführer zurückkehrt und sie aus der Kiste befreit. Der empfindet es als einen Beweis ihrer Zuneigung zu ihm, dass sie ihn dankbar umarmt, als er sie aus der Kiste holt. Doch Stefanie spielt das Spiel von Mario M. bewusst mit, um überhaupt eine Chance zu haben, aus dieser Hölle lebend herauszukommen. Mit bemerkenswerter mentaler Kraft gelingt es ihr, sich so weit wie nötig auf Mario M. einzustellen. Sie spürt bald, wie Mario M. tickt
und wie sie sich verhalten muss, um ihn nicht aufzuregen. Mario wird unberechenbar, wenn er wütend ist, und das versucht sie unter allen Umständen zu vermeiden. Mario M. ist sich seinerseits immer sicherer, dass Stefanie eines Tages freiwillig bei ihm bleiben wird. Unterdessen gehen die Ermittlungen der Polizei weiter, wobei sich zumindest aus heutiger Sicht unfassbare Ermittlungspannen zutragen. In der Datenbank wird nach einschlägig vorbestraften Sexualtätern gesucht, da man mittlerweile von einem solchen Verbrechen ausgeht. Auch die Daten von Mario M. befinden sich in dieser Datenbank, die mit dem Stichwort Sexualstraftäter durchsucht wird. Mario M. ist aber als sexuell motivierter Straftäter abgespeichert, wodurch er in der Datenbank von den Ermittlern nicht gefunden wird. In der Wohnung des Mario M. geht das Martyrium von Stefanie inzwischen unverändert weiter. Wenn er das Fenster zum Lüften aufmacht, droht er ihr: "Wenn du schreist, drücke ich dir die Luft ab." Er habe auch entsprechende Verbindungen, sodass er sogar aus dem Knast einen Auftragskiller auf Stefanie ansetzen könne, sollte sie ihn verraten. Mit schlimmsten Drohungen dieser Art schüchtert er Stefanie ein. Er könne sie auch an seine Hunde verfüttern, droht er ihr bei einer anderen Gelegenheit. Seine Hunde sperrt Mario M. tagsüber immer im Nebenzimmer ein. Nachts führt er sie aus, wobei er nun immer mal Stefanie mitnimmt, damit sie an die Luft komme. Einmal sind sie des Nachts mit seinem Auto unterwegs und werden von einer Streife angehalten. Stefanie denkt an Marios Worte. Was, wenn er tatsächlich einen Auftragskiller auf sie ansetzt? Aus Angst, Mario könne seine Drohungen wahrmachen, gibt Stefanie keinen Ton von sich. Trotzdem ist ihr klar, der Albtraum muss enden. Sie muss aus dieser Hölle hier raus. Nur wie? Sie überlegt sich, wie sie auf sich aufmerksam machen könnte, ohne dass Mario es merkt, während sie weiterhin versucht, ihm vorzuspielen, dass sie ihm vertraut. Auf einem zufällig herumliegenden Brief, auf dem die Adresse von Mario M. steht, liest sie, wo genau sie sich befindet. Dann beginnt sie während ihrer täglichen Arbeit für die Schule heimlich Hilfebotschaften zu schreiben. Zuerst schreibt sie diese auf Toilettenpapier, jedoch zersetzt sich dieses bei Berührung mit Feuchtigkeit und so reißt Stefanie Seiten aus ihrem Schreibheft heraus und schreibt ihre Botschaften darauf, zunächst mit Bleistift. Dann denkt sie, dass auch diese Schrift möglicherweise durch die Nässe unleserlich werden könnte, denn es ist ja Winter und draußen entsprechend nass. Also zieht sie die Schrift noch einmal mit Kugelschreiber nach. Als sie eines Nachts wieder mit Mario M. spazieren geht, lässt sie einen solchen Zettel vor einem Altglascontainer fallen. Der Text lautet: "Wer das liest, den bitte ich. Rufe bitte sofort die Polizei an. Dies ist kein Scherz. Sie soll zur Laubestraße fahren. In der Wohnung von Mario M. wird die seit Mittwoch, den 11.01.06, vermisste 13-Jährige festgehalten. Handeln Sie schnell, jede Minute zählt. Es geht um Leben und Tod. Bitte helfen Sie, das ist kein Scherz. Vielen Dank dem Retter oder der Retterin." Am Morgen des 15. Februar 2006 findet ein Passant diesen Zettel und bringt ihn sofort zur Polizei. Noch am selben Tag begeben sich mehrere Beamte in Zivil zur betreffenden Wohnung des Mario M. Auf ihr Klingeln öffnet niemand, sie können aber sehen, dass drinnen Licht brennt. Dennoch belassen sie es zunächst dabei und befragen erstmal die Bewohner des Hauses nach Mario M. Diese können aber kaum etwas über den unauffällig lebenden Mann sagen. Die Beamten rufen dann einen Schlüsseldienst, der die Wohnungstür des Mario M. öffnen soll. Und wieder verrinnt wichtige Zeit. Dann ist der gerufene Handwerker endlich da und macht sich daran, die Wohnungstür zu öffnen. Stefanie bemerkt, dass sich jemand von außen an der Tür zu schaffen macht und hofft nun inständig, dass der anwesende Mario M. ihr nicht noch buchstäblich in letzter Sekunde in einer Panikreaktion etwas antut. Es scheint eine Ewigkeit zu dauern, bis die Tür endlich geöffnet wird. Dann betreten mehrere Beamte die Wohnung. Dem lediglich mit einer schwarzen Unterhose bekleideten Mario M. wird befohlen, sich auf den Boden zu legen, was er auch widerstandslos tut. Dann sehen die Beamten Stefanie, die nur ein schwarzes T-Shirt trägt und einen Teddybären im Arm hat. Sie wird sofort in ein Krankenhaus gebracht und ihre Eltern werden benachrichtigt, dass man ihre Tochter lebend gefunden hat. Wenig später können die Eltern ihre geliebte Tochter an diesem 15. Februar wieder in ihre Arme schließen. Was danach an medialem Sezieren des Martyriums von Stefanie vonstatten geht, ist kaum in Worte zu fassen. Stefanies Leidensgeschichte wird von einigen Boulevardmedien in allen abscheulichen Einzelheiten ausgeschlachtet.
Teilweise wird bis ins letzte Detail beschrieben, was Mario M. mit Stefanie in den 53 Tagen ihrer Gefangenschaft angestellt hat. Selbst öffentlich-rechtliche Sender sind sich nicht zu schade, ein Interview mit Stefanie auszustrahlen, in welchem Einzelheiten der Taten, die Mario M. an ihr beging, detailliert beschrieben werden, obwohl der renommierte Kinder- und Jugendpsychologe Dr. Peter Riedesser, den man zu diesem Fall ebenfalls befragt hat, dringend davon abrät, ein solches Interview mit Stefanie zu drehen, geschweige denn auszustrahlen. So bezeichnet Riedesser die Ausstrahlung des Interviews auch als destruktive Pseudo-Empathie und als erneuten Missbrauch des Mädchens. Das besagte Interview ist heute in der Mediathek des ZDF nicht mehr vorhanden. Diese von den Anwälten des Opfers angeschobene mediale Verwertung von Stefanies Leidensgeschichte gipfelt schließlich in der Empfehlung an das Opfer, im bevorstehenden Gerichtsprozess eine Aussage zu machen. Seitens der Staatsanwaltschaft wird aber ausdrücklich betont, dass dies nicht notwendig sei, da Stefanie bei der Polizei bereits eine umfassende Aussage getätigt hat und nahezu sämtliche Taten, die Mario M. an Stefanie beging, auf den von ihm selbst erstellten Videos belegbar sind. Doch die Anwälte behaupten, dass nur durch Stefanies erneute Aussage sichergestellt werden könne, dass Mario M. nie wieder freikommt. Der erste Prozesstag im November 2006 beginnt natürlich mit der Verlesung der Anklageschrift, die die Journalistin Sabine Rückert später als eine Szenerie, so wörtlich, wie aus einem Drehbuch, in dem Horror- und Pornoszenen einander abwechseln, beschreibt. Dann aber geschieht etwas Unvorhergesehenes. Als Mario M. am Tag vor dem zweiten Prozesstag in der JVA Hofgang hat, klettert er an den vergitterten Fenstern die Fassade eines Gebäudes hinauf, auf das Dach des Gebäudes, welches innerhalb des Geländes der JVA steht und somit keine Möglichkeit zu einer etwaigen Flucht bietet. Mario M. verharrt hier oben, hält irgendwelche Reden und droht, sich vom Gebäude zu stürzen, sollte man ihm zu nahe kommen. Zudem verweigert er jegliche Nahrungsaufnahme. Inzwischen hat sich unten wiederum eine große Schar an Presseleuten versammelt, die natürlich über eine geplante Flucht von Mario M. mutmaßt, und wieder wird der Fall Stefanie mit neuen Schlagzeilen gefüttert. Nach 20 Stunden lässt sich Mario M. überreden, vom Dach herunterzukommen. Durch dieses Ereignis nimmt die Opferfamilie schließlich davon Abstand, Stefanie vor Gericht aussagen zu lassen. Ein erneutes Darlegen und Durchleben ihres Martyriums und die Begegnung mit ihrem Peiniger bleiben Stefanie also doch noch erspart. Im weiteren Prozessverlauf sagen die ehemaligen Freundinnen des Mario M. aus. Marios erste Freundin beschreibt ihn als einen sexbesessenen und extrem eifersüchtigen Mann, der die junge Frau, die damals erst 15 Jahre alt war, auf Schritt und Tritt überwachte. Einmal habe er ihr gedroht, sie in eine Kiste zu sperren, wenn sie ihn verlassen würde. Sie berichtet weiter, dass Mario M. mit der Zeit immer unbeherrschter wurde und irgendwann anfing, sie zu schlagen. Einmal war beim gemeinsamen Fernsehen eines ihrer Zwergkaninchen auf die Couch gesprungen und dies hätte Mario M. derart in Rage versetzt, dass er das Tier mit einem Hausschuh totschlug. Am nächsten Tag tat ihm dann alles furchtbar leid. Einige Tage später geschieht es, dass er seine Freundin in einem neuerlichen Wutanfall derart würgt, dass sie glaubt, er wolle sie umbringen. Sie stellt sich schließlich tot und dann lässt Mario M. von ihr ab. Hals über Kopf flüchtet sie anschließend aus der Wohnung und trennt sich von ihm. 2 Jahre später klingelt Mario M. an der Tür dieser Frau, obwohl sie ihm ihre neue Adresse nie mitgeteilt hatte. Als sie nicht öffnet, tritt Mario M. die Tür ein. Danach zerlegt er das Mobiliar der Wohnung in sämtliche Einzelteile. In rasender Wut zerstört er alles, was ihm in die Hände fällt. Als es zwischen der Frau und ihm schließlich zu einem Gerangel kommt, gelingt es ihr, eine Schreckschusspistole zu greifen und einen Schuss abzugeben. Mario M. schlägt ihr darauf ins Gesicht und ergreift die Flucht. Die Frau bringt diesen Überfall zur Anzeige, doch das Verfahren wird schließlich wegen mangelndem öffentlichen Interesse eingestellt. Eine spätere Freundin von Mario M. berichtet, dass er sie mehrfach vergewaltigt habe und dass er ihr, als sie von ihm schwanger wurde, in den Bauch getreten habe. Nebenher beginnt Mario M. eine weitere Beziehung mit einer anderen Frau, mit der er schließlich 5 Jahre zusammenbleibt. Diese Frau ist ihm komplett hörig und tut alles, was er sagt. Sie geht schließlich auch nicht mehr arbeiten, weil er sie den ganzen Tag zu Hause haben will. Auch sie berichtet von seiner krankhaften Eifersucht und auch, dass er irgendwann angefangen habe, sie zu schlagen.
Sie darf dann auch bald gar nicht mehr die Wohnung verlassen, schmiedet aber insgeheim einen Plan, Mario M. zu verlassen. Sie spart heimlich Geld und verlässt eines Tages im Frühjahr 1997 die Wohnung, als Mario M. nicht zu Hause ist. In aller Heimlichkeit sucht sie sich eine neue Bleibe. Wenige Monate später spürt Mario M. sie auf, klingelt auch hier an ihrer Wohnungstür und tritt diese ein, als die Frau nicht öffnet. Dann zwingt er seine Ex-Freundin zum Sex und dann, so sagt sie selbst aus, ist er einfach nicht mehr weggegangen. 2 weitere Jahre bleibt diese Frau mit Mario M. nun zusammen. Am 2. Juli 1999 vergewaltigt er ein 14-jähriges Mädchen. Das Mädchen aus der Nachbarschaft führt ab und zu seine Hunde aus und Mario M. denkt, dass sie in ihn verliebt sei, weil sie nach der Rückkehr oft noch eine Weile bei ihm bleibt. Für ihn ist es nur logisch, dass sie auch Sex mit ihm will. Er fällt über sie her und entkleidet sie, die völlig verängstigt zu keiner Regung fähig ist. Bevor es jedoch zum Äußersten kommt, lässt er dann doch von ihr ab, woraufhin sie sich schnell anzieht und aus der Wohnung flüchtet. Mario M. läuft ihr noch nach und bittet sie um Entschuldigung und um einen Abschiedskuss, den sie ihm freilich verwehrt. Um ihn endlich loszuwerden, sagt sie ihm aber, dass sie morgen wieder käme, um seine Hunde auszuführen. Das Mädchen geht zur Polizei und zeigt Mario M. an. Dieser wird daraufhin am folgenden Tag verhaftet. Für diese Tat wird Mario M. schließlich zu 3,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. In seiner Haft fällt er dadurch auf, dass er immer alleine sein will. Er ist zu keiner Zusammenarbeit in Gruppen zu bewegen und will auch in Einzelhaft bleiben. Er bricht zudem alle Kontakte zu seiner Familie ab. Eine Therapie lehnt er ab, weil sonst seine Mithäftlinge ja erfahren würden, weshalb er einsitze. Und wie man weiß, stehen Vergewaltiger, insbesondere die von Minderjährigen, im Knast ganz unten in der Hierarchie. Am 12. April 2000 klettert er dann an der Fassade des Hafthauses empor, genau wie er es, wie zuvor beschrieben, einige Jahre später tun wird. Um vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden, stimmt er einer Begutachtung seiner Persönlichkeit zu. Die Gutachterin glaubt ihm schließlich, sich ausreichend selbst mit seiner Tat auseinandergesetzt zu haben und bescheinigt, dass von Mario M. keine Gefahr mehr ausgehe. Man darf hierbei nicht außer Acht lassen, dass bei Mario M. erst bei einem später durchgeführten Test ein IQ von 140 festgestellt wird. Er wird also sicherlich geschickt genug sein, um der Gutachterin das zu sagen, was sie hören muss, um ihm ein positives Zeugnis auszustellen. Davon einmal abgesehen, findet die Vorgeschichte von Mario M. und auch seine genauen Lebensumstände in der Beurteilung der Gutachterin offenbar keinen Niederschlag. Nach seiner vorzeitigen Entlassung bleibt Mario M. zunächst unauffällig, jedoch schmiedet er schon Pläne für eine spätere Zukunft mit einem jungen Mädchen, welches er ganz für sich allein haben wird. So hatte er vor Stefanis Entführung auch bereits eine Zahnbürste für sie gekauft. Ein neuerliches, ausführliches psychologisches Gutachten vom bekannten Psychiater Hans-Ludwig Gröber charakterisiert Mario M. als erheblich psychisch auffällig. Mario M. sei ein Mann mit einer schweren Persönlichkeitsstörung mit paranoiden und schizoiden Zügen. Dies wird als eine schwere seelische Abartigkeit zusammengefasst. 15 Jahre Freiheitsentzug mit anschließender Sicherungsverwahrung lautet schließlich das Urteil. Stefanie gelingt es, mit Hilfe einer Delfintherapie ihr positives Körpergefühl trotz der erlittenen Qualen zurückzugewinnen. Einige Jahre nach der schlimmen Tat äußert sie sich in Interviews, ihre Zukunft betreffend, zuversichtlich und sie ist voller schöner Pläne für ihr Leben. Ihre unglaubliche mentale Stärke, die sie schon während ihres 53-tägigen Martyriums nicht hatte verzweifeln lassen, gibt ihr dabei sicherlich sehr viel Kraft und Zuversicht. Wünschen wir ihr von Herzen, dass sie ihr Leben ganz nach ihren Vorstellungen gestalten und genießen kann.